Ja, es geht weiter mit dem Livestream. Ich möchte die nächsten Fragen beantworten. Und nochmal zur Erinnerung für die, die neu dabei sind. Es geht hier um Traumaheilung, Beziehung, Meditation und Gesellschaft. Und wenn du eine Frage stellen möchtest, dann bitte per E-Mail. Und in der Mail muss explizit Webstream oder Livestream stehen, damit ich das zuordnen kann. Und es muss drinstehen, ob dein Name genannt werden darf. Das Ganze hier läuft unter Lebensberatung und ersetzt natürlich keine Psychotherapie und auch keine Diagnose durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Es geht weiter mit den Mails ab dem 9.12., die ab dem 9.12. eingegangen sind. Eine Mail von Lukas. Lieber Gopal, meine Freundin, wir sind 9 Monate zusammen, möchte keinen Sex mehr, weil sie mich erst kennenlernen will, um zu wissen, ob wir überhaupt zueinander passen. Bei mir kommt jedoch in ihrem Beisammensein nun immer wieder der Wunsch hoch, wieder mit ihr zu schlafen, und ich werde traurig und fühle mich abgelehnt, da sie ja keinen Sex mehr möchte. Bin ich da ein Kind, das von der Mutter abgelehnt wurde und jetzt wieder abgelehnt wird? Ist es sinnvoll, diesem Schmerz Raum zu geben, ihn zu fühlen und dadurch aufzulösen, oder ist das die alte Leidensspirale, durch die ich immer tiefer ins Leiden gehe? Ich frage mich, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll, stoppen oder fühlen. Lieben Gruß. Also, vielleicht für den Anfang meine Beschreibung, was da so, oder die typische Konstellation, die da am Werke ist. Oder vielleicht am Werk sein kann. Das sind ja nur Vermutungen jetzt. Also was einfach häufig passiert ist, dass wir als Paar aufeinandertreffen und unterschiedliche Kanäle offen haben und unterschiedliche Kanäle geschlossen haben. Und eine typische Konstellation ist, dass zum Beispiel beim Mann die Herz- und Gefühlsebene relativ zu ist, dafür die Ebene über den Körper offen ist. Und häufig ist es bei Frauen umgekehrt, das heißt, da ist das Herz offen und darüber läuft viel und Körperempfindung eher verschlossen. In der Gesellschaft, wo wir sind heute, ist in der Mentalität eher wenig das Problem, das ist in der Regel immer offen, das heißt, über das Mentale, läuft es sowieso, aber die unteren zwei Zentren, da treffen wir uns sozusagen, häufig so, dass wir aufeinander prallen. Das hat einfach damit zu tun, was wir in der Kindheit erlebt haben. Ja? Also wenn so, es kann halt sein, wenn sozusagen jemand als Mann primär über den Körper in Kontakt tritt und primär darüber Energie austauschen möchte, das kann einfach daran liegen, dass das über das Herz als Kind einfach torpediert wurde. Ja? Da wurde das offene Herz einfach, das ist ins Leere gerannt oder gegen eine Mauer oder wurde verletzt und hat sich dann einfach verschlossen aus Schutz. Aber vielleicht ist der körperliche Kanal über Empfindung noch offen. So, das heißt, du möchtest dann oder wir generell treten mit dem Kanal in Verbindung, der eben noch offen ist und wollen darüber quasi den Austausch, den Liebesaustausch machen. Und wenn das dann abgelehnt wird, auch noch, also dieser einzige Kanal oder ja, das, was dann noch offen ist, wenn das dann auch noch nicht durch kann, ja, dann ist das natürlich eine erlebte Katastrophe, weil dann einfach gar keine Energie fließt, weil das, was ich anbiete und empfangen möchte, über den Kanal nicht funktioniert. So, und bei Frauen ist es eben häufig umgekehrt. Die möchten sich über das Herz austauschen, weil in der Kindheit vielleicht über Körperempfindung da was passiert ist, was nicht gut gelaufen ist oder weil das wenig Raum hatte. Wie auch immer, bei Frauen ist es häufig so, dass das Herz einfach darüber war mehr möglich als Kind. Deswegen ist der Kanal offen. So, und deswegen treten Frauen in der Regel eher über die Herzebene in Kontakt und wollen darüber was zum Fließen bringen. So, und wenn jetzt die andere Seite dazu ist, dann ist das natürlich dieselbe erlebte Katastrophe. Ja, und dann sieht das so aus, als gäbe es da keine Lösung und und beide sind unglücklich. Wir wollen über den Kanal, der offen ist, in Verbindung treten, weil das Sicherheit bietet. Das war als Kind möglich.
Ja, darüber ist Liebe geflossen und Austausch, und das ist sozusagen für das Nervensystem sicher. Da hat es Erfahrung. Da ist nichts schief oder weniger schief gelaufen. Deswegen wollen wir zunächst über den offenen Kanal in Kontakt treten, um dann die anderen Blockaden zu heilen. Ja, das ist das, was da eigentlich der Organismus möchte. Ne? Ich stelle eine sichere Verbindung her über den Kanal, den ich gewohnt bin, wo ich mich sicher fühle, und wenn das steht, dann kann ich auch den Rest öffnen und heilen. Das bedeutet für das erste Beispiel als Mann, wenn das über den Körper läuft, ist das die Basis, um das Herz zu öffnen. Ja, also das ist häufig so, dass in der Konstellation der Austausch über den Körper als Basis dient, damit ich dann in der Folge das Herz öffnen kann. Und bei Frauen ist es eben häufig umgekehrt. Die brauchen erst den Fluss über das Herz, weil das genug Verbindung und Sicherheit bietet, damit dann die Öffnung über den Körper erfolgen kann. Und diese Öffnung ist ja, die da meistens zu ist, ist einfach das, sozusagen da, wo die Energie reingeht. Ja, beim Mann übers Herz, bei der Frau über den Körper. So, das ist eine typische Ausgangssituation. Und dann sieht das so aus, als hakt das, ne? Als geht da, ist da nichts möglich. Wie das sich auflöst für beide Seiten, ist immer, dass man versucht, so gut es geht, auf den gewünschten Kanal des anderen einzugehen. Das würde bedeuten, für dich vielleicht, mehr über das Fühlen, mehr über den verbalen Austausch erstmal in Kontakt zu treten, das darüber fließen zu lassen. Und für deine Freundin würde das bedeuten, eben sich auf den Körper zu konzentrieren und zu versuchen, darüber was fließen zu lassen. Das ist einfach das Neue. Ja, um zu heilen, müssen wir ja was anders, was neu machen. Das heißt, es ist einfach eine andere Ausrichtung. Und es hat alles nichts mit zueinander passen oder nicht zueinander passen zu tun. Also gar nicht. Jetzt kann man auch sagen, das ist das Ego, ja, aber das ist immer so ein bisschen problematisch, dass da prallen Egos aufeinander, ne? Und die können sich auflösen, wenn ihr alle Kanäle zum Fließen bringt und eben jeder für sich da ein bisschen anders ausrichten und ganz wichtig eben sich austauschen darüber. Ihr müsst euch austauschen über das, was da läuft oder nicht läuft, über eure Zustände. Also wie sich das für dich anfühlt, wenn das über den Körper nicht geht, und wie sich das für sie anfühlt, wenn das nicht über das Herz geht. Ja, also das, was du schreibst, sie will dich erst kennenlernen, um zu wissen, ob wir überhaupt zueinander passen. Das wird so ausformuliert. Übersetzt heißt das, also wenn ich das jetzt in meine Sprache übersetze, heißt es einfach, sie möchte erst eine stabile Leitung über das Herz, um dann so viel Sicherheit im Nervensystem zu bekommen, dass der körperliche Austausch entspannt möglich ist. Ja, das ist das, einfach übersetzt heißt es. Ja, dann im zweiten Absatz schreibst du, bin ich da ein Kind, das von der Mutter abgelehnt wurde und jetzt wieder abgelehnt wird. Also das ist keine, in dem Sinne, Überflutung, dass der Erwachsene verloren geht und du jetzt in einen Kindzustand kollabierst, das natürlich auf keinen Fall. Trotzdem ist das natürlich eine Reinszenierung von der Kindheit, ja, wo das abgelehnt wurde, mit dem du sozusagen auf das Gegenüber zugetreten bist. Also es ist möglicherweise einfach eine Reinszenierung. Und dann schreibst du diese typische Geschichte, diese Anweisung, dem Schmerz Raum zu geben, ihn zu fühlen und dadurch aufzulösen. Das ist einfach die Anweisung aus den spirituellen Kreisen, die nicht funktioniert. Ja, das sage ich ja immer wieder. Das ist der Versuch, ein Problem, was im Bindungskontext in den ersten Lebensjahren entstanden ist, mit sich alleine isoliert zu lösen. Das funktioniert nicht. Das Problem ist im Bindungskontext entstanden und
es wird sich auch nur im Bindungskontext auflösen, und zwar durch Kommunikation und nicht durch alleine fühlen. Das läuft so nicht. Du sagst, ich frage mich, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll, stoppen oder fühlen. Das ist beides nicht der Weg. Das ist immer wieder zu sehen. Die Menschen versuchen, das Ganze, ihr Leiden alleine zu lösen, weil es als Kind mit dem Gegenüber nicht funktioniert hat. Und als Erwachsener haben wir aber die Möglichkeit, in einen echten Austausch zu kommen, weil mein Gegenüber ja nicht mehr meine Eltern sind und weil da vielleicht mehr Austausch und mehr Dialog möglich ist. Das heißt, stoppen oder fühlen, das geht beides nicht. Das hat nichts mit stoppen oder fühlen zu tun, sondern mit dem Austausch der Zustände, mit dem Austausch der Gefühle. Das ist das, wie das funktioniert. Ihr müsst euch austauschen. Das ist die Heilung. Das ist das, wie eine Transformation passiert. Gut. Nächste E-Mail. Hallo Opal. Also, ist anonym. Ich habe ein Thema, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Seit längerer Zeit habe ich keine Lust auf vieles, was ich von früher so kenne. Es ist schon ein wenig besser geworden, seitdem sich die Depression gut gebessert hat. Aber das Problem ist immer noch irgendwie da, wenn auch besser. Keine Lust, arbeiten zu gehen, Haushalt zu machen, allgemein zu viel machen, dann habe ich Lust, dann keine. Klar, oft musste ich in der Kindheit funktionieren, hatte wenig Freiraum. Ich habe auch oft das Gefühl, zu wenig Zeit für mich zu haben, obwohl ich nur 30 Stunden der Woche arbeite. Woran könnte das liegen und wie kann ich es ändern? Herzlichen Dank. Ja, das ist immer dieselbe Ursache. Also ich erzähle quasi immer das Gleiche. Alles hat nur eine einzige Ursache. Alle Probleme, alle Leiden. Und das ist die fehlende Verbindung. Ja, und du hast es ja auch selber geschrieben. Als Kind musstest du funktionieren, hattest wenig Freiraum. Ja, du hattest nicht nur wenig Freiraum, sondern auch keine Verbindung. Und das ist das, was sich da wiederholt. Die Depression ist nicht das Problem. Das funktioniert nicht, indem du die Depression wegbekommst und dann wieder funktionierst. Das läuft nicht. Das ist das, wie das sozusagen die Struktur glaubt. Ja, die Struktur glaubt, die Depression ist das Problem und die muss ich wegbekommen und dann funktioniere ich wieder und dann ist alles gut. Das klappt so leider nicht, weil dass alles Vorgänge an der Peripherie sind. Ja. Du hast darauf keine Lust und keine Motivation, weil dir die Verbindung fehlt. Und dadurch, dass dir die Verbindung fehlt, sinkt das Energieniveau ab. Und dann, ja, dann geht das in einen Notkreislauf rein und da hast du keine Energie. Natürlich nicht. Niemand hat mit fehlender Verbindung Energie für irgendwas, weil es nur darum geht, für den Organismus die Verbindung herzustellen. Wenn das aber sozusagen verdrängt wurde als Kind, dann spürst du das vielleicht gar nicht mehr, das Bedürfnis. Und hast nur noch das Gefühl, du musst alles, wenn der Alltag reibungslos funktioniert, wenn du funktionierst, dann ist alles wieder gut. Nee, da ist überhaupt nichts gut. Es geht nicht ums Funktionieren. Es geht darum, dass du zum Problem hinschaust, worum es wirklich geht. Und wenn du in Verbindung kommst, das heißt, wenn du tiefe Beziehungen eingehst, ja, dann wirst du sehen, dass du genug Lust auf alles Mögliche hast. Dann ist es alles völlig irrelevant, Haushalt und so weiter. Dann läuft das alles nebenher. Also es geht darum gar nicht. Und du schreibst, zu wenig Zeit für mich zu haben. Ja, das ist das Gefühl, weil du das nicht kriegst, was du brauchst. Ja, du kannst es noch weiter runter, ja, du kannst auch sagen, du arbeitest nur noch 10 Stunden, dann hast du immer noch das Gefühl, zu wenig Zeit für mich zu haben, weil du nicht genährt wirst. Du wirst nicht genährt dadurch, dass du leere Zeit erzeugst, sondern dass du in Verbindung mit Menschen kommst. Das ist das, was dich nährt und das hat nichts mit Zeit zu tun. Also immer wieder das Gleiche. Kümmer dich um Menschen, dass du Kontakte und Beziehungen bekommst. Langfristige, tiefe Beziehungen. Und das müssen nicht viele sein, da reichen ein paar oder sogar nur eine reicht im Prinzip. Und dann wirst du sehen, dass alles drumherum sich von alleine lösen wird.
Nächste Mail auch anonym. Lieber Gopal, in einem Video hattest du erwähnt, dass man am besten mit diesen Menschen arbeitet, die man bereits im Leben hat. Nun ist es so, dass es sich für mich übertrieben, gestellt, zwanghaft, fast schon neurotisch anfühlt, wenn ich das tue. Es fühlt sich immer noch so an, als würde ich komplett aus dem Kopf handeln, als würde ich mein Gegenüber kontrollieren wollen. Nun aber nicht mehr durch übertriebene Anpassung, sondern durch ein authentisches Kommunizieren meiner Gefühle, was sich für mich null authentisch anfühlt. Ist das normal? Mache ich was falsch? Das ist einfach ein Trick des Verstandes, weil das kannst du ja selber auch mitteilen. Weißt du, es ist egal, was da ist, egal, ob das authentisch ist oder nicht, ob es gestellt ist oder nicht, wie sich's anfühlt. Weißt du, das, was du beschreibst, da ist immer noch der Versuch, irgendwie zu sein, damit du dann in Verbindung treten kannst. Nee, genau mit dem, was du gerade beschrieben hast, damit, tritt damit in Verbindung. Das ist es ja, was da ist. Das ist es ja schon. Da ist nicht drüber hinaus. Du musst da nicht drüber hinausgehen oder irgendwas verändern. Das, was da ist, mitteilen. Und das ist genau das. Ja, dieser Zweifel, den du beschrieben hast, das Gefühl, das ist nicht echt, kannst du alles mitteilen. Ich habe das Gefühl, meine Kommunikation ist gerade aus dem Kopf. Es fühlt sich gar nicht authentisch an. Einfach das sagen. Ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht nicht normal, ich habe vielleicht Angst oder ich habe Angst, dass ich was falsch mache und so weiter. Genau das, was du geschrieben hast, das mitteilen. Mehr ist nicht zu tun. Der Verstand meint immer, der muss erst irgendwas ändern, damit er in Verbindung treten kann. Das stimmt aber nicht. Wir können immer mit dem, was jetzt da ist, in Kontakt treten und das löst das Problem. Teil. Beim Kennenlernen neuer Menschen fällt es mir extrem schwer, über oberflächliche Dinge zu reden bzw. Smalltalk zu betreiben. Ich schätze, weil mir die sozialen Fähigkeiten fehlen. Nee, da sage ich gleich was zu. Das ist einer der Hauptirrtümer, die lange Zeit bestanden haben, dass wir soziale Fähigkeiten erlernen. Das hat sich inzwischen als falsch herausgestellt, sondern das ist ererbt. Das heißt, alle Menschen oder Säugetiere oder wir ererben diese Fähigkeit, das ist Teil unserer Biologie, das ist nichts, was wir erlernen, das ist vererbt. Diese Fähigkeit hängt allerdings mit bestimmten Regionen im Hirn und mit dem Nervensystem zusammen, die nur anspringen, wenn das autonome Nervensystem sich sicher fühlt. Das nennt der Stephen Porges SES, Social Engagement System. Das ist ein Teil im Nervensystem, das wir brauchen für sozialen Kontakt und Austausch. Und solange wir oder das autonome Nervensystem sich nicht sicher genug fühlt, das heißt nicht genug verbunden ist, springt das nicht an und dann haben wir Probleme zu reden und uns auszutauschen. Was viele versuchen, ist aus einem Notkreislauf, aus einem Notzustand von fehlender Verbindung, Smalltalk zu versuchen, in der Hoffnung, dass sie dadurch die Verbindung bekommen. Das funktioniert so nicht. Es funktioniert so, nur so, dass du dich vom Smalltalk fernhältst, dich in sicheren Verbindungen ehrlich mitteilst, und das hat absolut nichts mit Smalltalk zu tun, dass du dadurch eine Verbindung bekommst, immer mehr in Kontakt kommst, sich das System dadurch beruhigt in der Tiefe und du immer mehr entspannt in der Gegenwart von Menschen sein kannst und dann kannst du automatisch ein bisschen Smalltalk machen, wenn du das unbedingt möchtest oder wenn es mal angebracht ist. Dann steht dir das zur Verfügung, aber du musst das gar nicht machen. Also ich mache, glaube ich, fast gar kein Smalltalk. Das ist einfach, da habe ich einfach keine Lust zu. Das ist für mich Zeitverschwendung. Ja, also weil das stellt keine Verbindung her. Das ist oberflächliches Ping-Pong in der Mentalität. Da passiert nichts. Von daher brauchst du das nicht. Das ist einfach die Illusion, wer du siehst Menschen, die Blödsinn austauschen, die gar nicht in Verbindung sind und hast dann das Gefühl, du müsstest dann vielleicht mitmachen, damit du die Verbindung bekommst, das ist alles Quatsch. Such dir Menschen, die ehrlich sich austauschen können. Und es geht wirklich überhaupt nicht um Smalltalk. Es fühlt sich falsch an, mich zwanghaft gut verkaufen zu müssen, eine Maske aufzusetzen und irgendetwas darzustellen, was ich nicht bin. Ja, klar, ist immer so. Ich würde damit aufhören. Doch wenn ich ehrlich kommuniziere, mit Gefühlen anfange, sucht mein Gegenüber verständlicherweise ganz schnell das Weite.
wie schaffe ich es beim Kennenlernen, eine Balance zwischen Authentizität und nicht überrumpeln herzustellen? Wenn du sagst, nicht überrumpeln, dann ist es vielleicht, dass du einfach sehr viel Bedürfnisse kommunizierst, und dann ist es die Frage, wie du das dann genau machst. Ja, also da müsste man dann nochmal genau hinschauen. Wenn es um sehr tiefe alte Bedürfnisse geht, ist es sinnvoll, das erstmal in einem sicheren Kontext, zum Beispiel im therapeutischen Rahmen, das zu kommunizieren. Einfach weil du dann ein Gegenüber hast, was damit adäquat umgehen kann. Ansonsten kommunizierst du vielleicht frühe Kindheitsebenen mit heutigen Erwachsenen, und das ist klar, dass die dann vielleicht nicht so genau wissen, was sie da machen sollen, und fühlen sich vielleicht hilflos und stellen dann Distanz her, weil sie damit nicht umgehen können. Also mach das erstmal in einem sicheren Rahmen und sozusagen, dass diese tiefen Schichten erstmal genährt sind, dass du mehr Stabilität bekommst und dass du immer mehr dann von Erwachsenen eben heraus in Kontakt treten kannst. Weil sonst sind diese verlorenen Kindanteile, die wollen ja Verbindung. Ja, und das, wie gesagt, das ist heute in der Welt, wo wir leben, im Alltag ein bisschen schwierig, das dem da Raum zu geben im Kontakt. Also lieber ein extra Setting dafür suchen, würde ich dir empfehlen. Ich danke dir vielmals für deine Arbeit. Alles Liebe. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss. Du könntest es mal probieren, wenn du am Anfang vielleicht einfach mal auf den anderen erstmal eingehst. Auf den anderen erstmal eingehst und da ein bisschen vielleicht Fragen stellst oder so, ja? Also bevor du mit deinen Sachen kommst, erstmal vielleicht auf den anderen mal eingehen. Eine Mail von Brigitte. Hallo Gopal. Ich habe als Kind verbale und körperliche Gewalt erlebt. Mein Zuhause fühlte sich ständig unsicher an. Wenn ich auf rücksichtslose Menschen treffe, in der Bahn zum Beispiel, werde ich oft schnell ungehalten bis wütend. Nach dem Ausbruch ist es mir sehr peinlich, dass ich so ausraste. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich verlangsamen kann, ohne schnell aggressiv zu werden? Danke. Herzliche Grüße. Das ist immer das, was wir versuchen. Ne? Das, was als Kind nicht möglich war, versuchen wir heute möglichst auch zu unterdrücken und auszublenden und einfach beiseite zu schieben. Und das ist auch dieser Versuch. Ja, es geht nicht darum zu verlangsamen, sondern in einem geschützten Rahmen das erstmal voll zum Ausbruch kommen zu lassen. Weil das zeigt ja, dass da sehr viel festgehalten ist und dass das immer unkontrolliert durchbricht. Das heißt, such dir ein Setting, sei es ein Seminarraum oder ein Zimmer, wo dich keiner hört, und guck, dass du an die Aggression erstmal richtig drankommst. Ja, wir können nicht von dem Symptom in die Entspannung. Das läuft einfach nicht. Solange da Ausbrüche sind, heißt das, da sind Wut und Hass und Aggression nicht integriert. Und das muss erstmal einen Raum bekommen. Und zwar ungebremst. Ja, es gibt Wutseminare, wo du das zulassen kannst, darum geht's. Und wenn das frei und unkontrolliert da sein darf, wenn du komplett ausrasten kannst, wenn das wie Zähneputzen abrufbar ist, dann wird dir das immer leichter fallen, das im Alltag einfach in eine Kommunikation zu bringen. Das heißt, vielleicht nur verbal auszudrücken, ohne auszurasten, ohne Kontrollverlust. Und das Ganze ist einfach das Thema Abgrenzung. Es bedeutet, dass du dich nicht abgrenzt. Deswegen gibt es diese explosionsartigen Ausbrüche, ne, weil dann das Fass überläuft. Guck, dass du dich mehr abgrenzt. Und abgrenzen heißt, sorge dafür, dass nichts mit dir passiert und du nichts machst, was du eigentlich nicht möchtest. Und dann kommt das alles zur Ruhe. Wenn du dich vollständig abgrenzen kannst, gibt es keine Ausbrüche mehr.
Eine Mail von Lukas. Hallo Gopal. Was sagst du zu Selbstliebepraktiken etc. und sowas wie, erst wenn du die Liebe in dir findest, kannst du andere lieben? Und ist das unnötig, wenn man den Weg über die Beziehung mit ehrlichem Austausch geht? Schöne Grüße. Das gehört meiner Ansicht nach zu den Wegen, mit denen die Menschen in die Irre geführt werden, weil das völlig an der Biologie vorbei ist. Das ist einfach totaler Unsinn. Das ist wirklich ein solcher Unsinn, ja. Das ist einfach nicht zu glauben, ja. Also ich muss mich da wirklich beherrschen. Das ist einfach auch vollkommen falsch. Ich habe da ein Video mal zu gemacht, das heißt die Geschichte mit den zwei Bettlern. Vielleicht schaust du dir das mal an. Ja, wenn das stimmen würde, dann müssten wir ja erst alle Gottvereinigung erlebt haben, damit wir hier irgendwie halbwegs zusammenleben können. Ist doch alles nicht wahr. Die Liebe entsteht oder zeigt sich, indem wir in einen Kontakt treten und uns ehrlich austauschen. Ja, das, was du da, diese Botschaft, erst wenn du die Liebe in dir findest, kannst du andere lieben. Das bedeutet ja, du kannst nicht in Kontakt treten. Das ist ja die Anweisung, zieh dich zurück, du bist noch nicht so weit. Und erst wenn du da irgendwas erreicht hast, dann kannst du in Kontakt und Beziehung treten. So, damit werden die Menschen abgehalten, in einen ehrlichen Austausch zu treten, was die Lösung bringen würde. Also das ist völlig der falsche Weg, meiner Meinung nach. Es geht nicht darum, andere zu lieben. Der Witz ist, es geht ja gar nicht um Liebe, das sind alles, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir das, was da ist, austauschen. Das ist der Weg. Und ob das Hass ist, ob das Liebe oder Gleichgültigkeit ist, ist völlig egal. Das ist wirklich egal. Es ist egal, was da ist, solange wir es schaffen, uns auszutauschen darüber, dann entsteht die Verbindung, die wir brauchen. Und dann sind wir aus der Polarität raus und erleben das, was wir uns suchen, was wir uns wünschen. Also bitte vergiss das einfach. Eine E-Mail von Stefanie. Lieber Gopal, danke für deine wertvolle Arbeit mit Trauma. Ich teile mich schon so viele Jahre meinem Mann mit, wie ich mich fühle und was mein Bedürfnis ist, und er kann wegen eigener Traumatisierung sich weder mitteilen, noch geht er auf meine Mitteilung ein. Darunter leide ich sehr, weil ich dadurch keine Nähe leben kann und weiter sehr einsam bin in unserer Ehe. Kein Körperkontakt, kein Gesehenwerden, keine Geborgenheit etc. Ist jetzt nur noch die Trennung möglich, um aus der ständigen Überflutung herauszukommen, die dadurch entsteht, weil ich mich von ihm nicht angenommen fühle? Danke für deine Antwort. Da müsste man einfach im Detail mal reinschauen, wie das wirklich aussieht. Also einmal ist es einfach deine Kindheit. Ja? Es ist das, was du seit deiner Kindheit erlebst. Und die Frage ist jetzt einfach, ob er das möchte. Es geht gar nicht so sehr darum, ob er es kann oder nicht, sondern ob er es möchte. Möchte er diesen Austausch lernen? Möchte er an dieser Stelle arbeiten? Oder möchte er das nicht und einfach nur in Ruhe gelassen werden? Das kann ich jetzt hier nicht rauslesen. Und wenn er das möchte, es aber nicht kann, dann kann er darüber ja sich mitteilen, dann seid ihr in Verbindung, dann gibt es gar kein Problem. Ja, auch wenn ich jemandem sage, ich weiß nicht, wie ich mich verbinden kann, ich weiß nicht, was ich kommunizieren soll, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht, ich habe gerade oder ich fühle gerade nichts, selbst das ist die Verbindung. Ja, selbst das nährt uns, weil es ein ehrlicher Austausch ist von dem, was da ist, und dann beginnt eine Veränderung. Das heißt, du müsstest einfach herausfinden, ob er das möchte, grundsätzlich,
Und wenn ja, könnt ihr auch gerne nach Dresden mal kommen zusammen und dann können wir auch zusammenarbeiten und das so ein bisschen aktualisieren. Ansonsten, wenn wirklich klar wird, dass er das nicht möchte, dann ist meine Empfehlung immer, sich dann auch wirklich zu trennen. Und der Witz ist, es ist ja dann gar keine Trennung, weil noch gar keine Verbindung da ist. Das heißt, du verlierst dann gar nichts. Es ist ja noch keine Verbindung. Aber es geht dann einfach nicht weiter. Der entscheidende Punkt ist immer, möchte der andere. Es sind da zwei Menschen, die das wollen, egal ob sie es können oder nicht wollen, die das lernen, diesen Austausch, möchten die das. Und dann geht es weiter. Und wenn ein Teil das nicht möchte, wenn der sagt, nee, lass mich nur mit dem Kram und was auch immer, dann muss man sich jemand anders suchen, auf jeden Fall. Sonst hängt man in der Kindheit fest. Ich hänge jetzt noch an deinem letzten Satz ein bisschen. Du schreibst, ist jetzt nur noch die Trennung möglich, um aus der ständigen Überflutung herauszukommen, die dadurch entsteht, weil ich mich von ihm nicht angenommen fühle. Also die entsteht nicht dadurch, ne? Das ist in deiner Kindheit entstanden. Das hat mit deinem Mann so nichts zu tun, ne? Das ist das Setting, was das aktiviert aus der Kindheit, das ist aber das ist kein ursächlicher Zusammenhang. Eine anonyme Frage, lieber Gopal. Ich springe jetzt mal gleich zur Frage. Ich glaube, meine Kindheitsgeschichte endlich geklärt und verarbeitet zu haben, aber ich fühle mich meinen Kindern gegenüber schuldig, keine gute Mutter gewesen zu sein. Ist es sinnvoll, ihnen das zu kommunizieren? Von ihrer Seite kommen überhaupt keine Vorwürfe. Ich wäre halt gerne etwas näher an ihnen dran. Da ist es so ein bisschen die Frage, wie alt die sind. Ja, also ob sie das hören können. Generell ja, ist es immer gut, also ist es generell immer gut, generationsübergreifend diesen Austausch zu machen. Absolut. Die Frage ist einfach, sind die schon alt genug, das überhaupt hören zu können, zu verstehen, also das einsortieren zu können? Das wäre einfach die Frage. Ansonsten ist es immer sinnvoll. Also Kommunikation an sich darüber ist immer gut, sozusagen auf horizontaler Ebene in der gleichen Generation. Und noch viel wichtiger ist es generationsübergreifend. Ja, und noch viel schwieriger natürlich. Du schreibst, ich wäre halt gerne etwas näher an ihnen dran. Also, es ist wichtig, dass das, was wir brauchen, dass wir uns das auf gleicher Ebene holen. Das heißt, Beziehungen unter Gleichaltrigen, gleiche Generationen, ja, und nicht versuchen, das, was wir vermissen, bei den Kindern zu holen. Das ist einfach die falsche Anlaufstelle dafür. Du kannst es gerne mitteilen, ja, aber das ist da, wo es nicht so wirklich lang geht. Alle alten Beziehungen habe ich beendet. Das war wie eine jahrelange Suchttherapie. Der Weg wäre also frei für adäquate, tiefe Beziehungen. Doch daran habe ich null Erfahrung. Wie gehe ich damit um? Zudem gefällt es mir, bis zu einem gewissen Grad auch mit mir alleine zu sein. Ich danke dir von Herzen für dein so wunderbares und wertvolles Dasein, das so viel Boden in mein Leben bringt und auch ganz viel Hoffnung für ein gutes Älterwerden. Danke.
Ja, das ist das Verrückte, ne? Wenn wir sozusagen aufwachen oder wenn wir dann das Gefühl haben, jetzt würde ich gerne wirklich in Kontakt treten, dann haben wir nichts, wo wir drauf zugreifen können. Das heißt, wir müssen wirklich da anfangen, wo wir als Kinder ausgestiegen sind oder aussteigen mussten. Jetzt haben wir aber halt so einen erwachsenen Körper und quasi ein entwickeltes Nervensystem und einen entwickelten Präfrontalkortex und so weiter. Trotzdem sind wir, was das angeht, einfach wie Anfänger, alle, wir alle, ja. Also wir müssen das alle erst wieder wirklich lernen. Und der Anfang ist immer, wie gesagt, ist immer ehrliche Mitteilung, das, was gerade da ist, was du dir wünschst, was für dich nicht geht, also Bedürfnis und Abgrenzung, das mitteilen, das ist immer der Einstieg. Und das ist auch, wie es weitergeht. Ja, das ist immer das, worum es geht. Und da kann es sein, dass sich das sehr holprig anfühlt, unbeholfen, peinlich, ja, egal. Wir müssen es machen. Wir müssen es einfach machen. Das mit dem Alleinsein, ja, das kann sein, dass das notwendig ist, einfach mal, um sich wieder zu stabilisieren, aber darin ist nie eine Lösung zu finden. Also wirklich gefallen. Also das Alleinsein gefällt einem nur dann, wenn man in Verbindung ist und mal Distanz erzeugt, um quasi sich ein bisschen zu sammeln, ja. Das ist das, was uns gut tut. Aber in dem Rückzug an sich, da geht es nicht weiter, da ist keine Lösung zu finden. Okay. Noch eine Mail von Sebastian. Du sprichst von ehrlichem Mitteilen aus dem Erwachsenenanteil heraus. Dies erscheint mir teilweise nicht so leicht. Einerseits wird es bei mir häufig zwanghaft, den Erwachsenenanteil da zu behalten, während ich eigentlich unbewusst identifiziert bin mit kindlichen Anteilen und ohne es zu bemerken, versuche ich etwas zu erreichen beim anderen, anstatt wirklich bei mir zu sein. Das andererseits hat sich damit im Grunde schon erledigt. Was kann ich tun, wenn ich unbewusst gesteuert werde von kindlichen Anteilen, während ich aus dem Erwachsenen sprechen will? Dieses Thema konfrontiert mich auch wieder mit Hilflosigkeit und es scheint mir, dass es keinen anderen Weg gibt, als meine Hilflosigkeit zuzulassen, die mich mit der Vertrauenskonditionierung, wie sie Heller beschreibt, mein ganzes Leben lang überwiegend unbewusst schon bestimmt hat. Schwierig ist leider auch, dass diese Hilflosigkeit sehr tief verdrängt ist und sie großen teils immer noch unbewusst wirkt. Und dann kann ich auch nicht ehrlich in Kontakt treten im Gespräch. Dieses Thema ist ein kleiner Ausdruck der Hilf- und Hoffnungslosigkeit, die mein ganzes Leben schon bestimmt hat. Auch jetzt ist sie spürbar und jeder Versuch, etwas zu verändern, scheint zum Scheitern verurteilt zu sein oder vielmehr scheint kontraindiziert zu sein. Also, das ist wieder der Trick des Verstandes, der dir vorgaukelt, dass die Kommunikation, die Verbindung nicht geht. Ne, da trickst sich der Verstand aus und erschafft eine komplexe Story und vielleicht hast du jetzt auch noch Wissen angesammelt über Trauma und so weiter und erzählt dir dann, dass das angeblich nicht geht. Ja, das stimmt nicht. Also auf diese Geschichte, die du da jetzt geschrieben hast, darfst du einfach nicht reinfallen. Das stimmt nicht. Du kannst immer in Kontakt treten mit dem, was jetzt da ist. Egal wie unbeholfen, egal was da ist, es geht nur darum, in dem Moment aufzuwachen, zu merken, ich kann etwas mitteilen. Ja, das ist alles. Und dann so gut es geht. Und mehr ist nicht zu tun. Also ich würde diese komplizierte Problemgeschichte würde ich einfach, lass die beiseite und konzentriere dich darauf, dass du in dem Moment so wach wirst, dass du etwas mitteilen kannst. Mehr ist nicht zu tun. Und wenn das nicht geht, dann mach das rückwirkend und nimm dir immer wieder vor, mittendrin etwas zu sagen von dir. Egal wie unbeholfen, falsch und unbewusst und identifiziert und Anteil hier, Anteil da, das ist alles irrelevant. Das lenkt dich nur ab vom Thema, also von dem, worum es geht.
Ich nehme an, dass du zu mehr ehrlichem Kontakt rätst, aber meine Frage würde ich gerne mehr darauf beziehen, wenn dies nicht möglich ist, aufgrund unbewusster Regression, während der Kontakt stattfindet. Das stimmt nicht. Der Kontakt ist immer möglich. Und ob du deiner Regression bist oder unbewusst oder Kindanteile, das ist alles nicht relevant. Das Einzige, was relevant ist, ist, ob du im Kontakt so weit aufwachst, dass du realisierst, dass du das mitteilen kannst. Und wie gesagt, wenn es mittendrin nicht geht, mach es nachträglich, um dich zu konditionieren und nimm dir das beim nächsten Mal vor, bis du mittendrin so wach wirst, dass du was sagen kannst. Und in welchem Zustand du dann bist, ist irrelevant. Lass dich von diesen Sachen nicht irritieren. Das ist, der Verstand will dich austricksen. Der will das nicht, dass du in Kontakt trittst. Das alte System möchte das nicht. Das versucht es immer zu verhindern. Also du hast es nochmal zusammengefasst. Was kann ich tun, wenn ich bei einem scheinbar ehrlichen Austausch aus dem Erwachsenenanteil heraus unbewusst identifiziert bin mit kindlichen Anteilen, die etwas erreichen wollen beim anderen? Danke vielmals für deine Arbeit. Also du merkst schon, das ist ein hochkomplexer Satz, ja, also was sehr Komplexes und scheinbar Wahres. Einfach das mitteilen, was jetzt in diesem Moment im Kontakt da ist. Mehr nicht. Und die komplizierten Problemanalysen bitte beiseite lassen. Okay, ich bin durch mit den Fragen, die ich zusammen gestellt habe und mir vorgenommen habe. Und es geht dann hoffentlich bald weiter mit wieder festen Terminen, die dann im Kalender eingetragen sind. Im Moment sind noch keine zu sehen. Sobald ich dazu komme, trage ich dann feste Termine wieder ein. Ja, bis dann.